Heute geht es in den News um den Day One Patch für Borderlands The Handsome Collection, den ersten Geburtstag von Smite und einen großen Mittelfinger von Taco Bell in Richtung McDonald's. Ich bin Luke und das sind die Texcalibur News. Am 27. März erscheint die Borderlands The Handsome Collection für die PS4 und Xbox One und direkt zum Release stellt Gearbox einen Day One Patch zur Verfügung, wie es ja so oft ist bei Spielen heutzutage. Aber die Collection ist auch ohne den Patch spielbar. Neben einigen Bugfixes beinhaltet der Day One Patch die DLCs Ultimate Vault, Hunter Upgrade Pack 2 und Kleptastic Voyage. Lohnen tut sich der Download dann also schon. Bei Kleptastic Voyage handelt es sich um einen Story-DLC für The Pre-Sequel und bei dem Ultimate Vault Hunter Pack 2 für Borderlands 2 wird der maximale Charakterlevel angehoben und es kommen neue Items und Herausforderungen hinzu. Kosten tut euch das Ganze nur Zeit und das eine Menge, wenn ihr lahmes Internet habt. Die Patches sind nämlich für die PS4 mehr als 8 GB und für die One sogar mehr als 16 GB groß. Smite von den Hi-Rez Studios feiert seinen ersten Geburtstag und verschenkt aus diesem Anlass ein paar Geschenke an die Gamer. Kommendes Wochenende sind alle 63 Götter aus dem Third-Person-MOBA für den PC kostenlos spielbar. Anbeter können in der doppelten Geschwindigkeit als bisher freigespielt werden und es gibt extra Diamanten für jeden Sieg. Außerdem erwarten euch bei Ingame-Käufen teilweise satte Rabatte und Boni. Das erfolgreiche MOBA, dessen E-Sport-Saison im Januar mit dem World Championship endete, das täglich von 2,9 Millionen Menschen gesehen wurde, ein Preisgeld von 2,6 Millionen Dollar hatte und bis dahin das drittgrößte E-Sport-Event war, kann also stolz von sich behaupten, in einem Jahr einiges geschafft zu haben. Taco Bell sagt, fuck you McDonald's. Und wie? In einem unheimlich coolen Spot wirbt das Taco-Franchise aus den USA, indem es den Fast-Food-Riesen einfach mal richtig böse auf die Schippe nimmt. In einer konformen Gesellschaft in der Zukunft, die an Orwells 1984 Tribute von Panem, die Insel und Nordkorea auch erinnert, sind die Menschen gezwungen, jeden Tag zum Frühstück die gleichen Burger zu essen. Grausam. Bis ein Pärchen ausbricht und die schöne neue Welt von Taco Bell entdeckt. Okay, ein bisschen over the top ist das Ganze schon mit seiner Dystopie, aber die ganzen Seitenhiebe von explodierenden Big Macs bis hin zum Sprung ins Bällebad sind schon ziemlich geil. Der über 3-minütige Clip mit den zahlreichen Referenzen an das große M ist einfach so cool gemacht und mal eine Werbung, die man sich öfters anschauen kann und will. Da könnte man sich doch auch vorstellen, dass sie mal einen Film oder sowas draus machen. Könnt ihr euch das auch vorstellen? Wie findet ihr denn die Taco Bell Werbung? Ab in die Kommentare. Hier und hier findet ihr jetzt noch zwei Videos. Auf den Mobilgeräten gibt es da oben ein kleines i, wo ihr die auch sehen könnt. Das eine davon ist, weil wir heute über Dystopien mal geredet haben, wie in der Taco Bell-Werbung gezeigt, eine Zukunftsvorstellung von uns im letzten Nerd Talk. Könnt ihr euch ja mal angucken. Das andere ist die letzte News. In der Mitte könnt ihr abonnieren, wenn ihr neu bei uns seid. Da gibt es nämlich jeden Tag um 16 Uhr die neuesten News aus der neuesten Neuigkeitenabteilung über Spiele und Filme und Serien. Ich bin Luke und